Hallo meine Lieben, willkommen zurück bei Let It Cook. Heute mal was Frühlingshaftes und zwar ein Champignon-Rahmsüppchen mit Bärlauch-Croutons. Dafür brauchen wir Zucker, Pfeffer und Salz. Hier haben wir Sahne, eine Zitrone, Toastbrot, Brühe, Kartoffel, also eine Kartoffel, Schalotten, eine frische Knoblauchzehe, das ist Kürbiskernöl, bisschen Bärlauch, Champignons, hier habe ich ein bisschen Öl zum Anbraten und ein Stückchen Butter. Als erstes bereite ich mal die ganzen Zutaten vor. Da habe ich jetzt Champignons. Ich mache jetzt aus den Champignons eine Suppe, weil wie ihr seht, sind die nicht mehr ganz so super frisch. Ja, die sind jetzt nicht schlecht oder so, aber sie sind halt jetzt nicht mehr zum Beispiel nicht mehr zum Rohessen gedacht für einen Salat. Da sind sie jetzt nicht mehr so gut. Deswegen koche ich daraus jetzt ein Süppchen, bevor die mir kaputt gehen im Kühlschrank. Ja, da muss man auch ein bisschen immer darauf achten, dass die Anschnitte schön weiß sind, wenn ihr die kauft und dass die richtig hell noch sind, die Champignons. Ja. Weil die werden so schnell sonst so ein bisschen dunkel. Und dann schmecken sie auch nicht mehr so toll. So, dann schneide ich gleich noch die Zwiebel. Bei der gilt genau dasselbe. Ich habe jetzt hier Schalotten. Ihr könnt auch eine normale Haushaltszwiebel nehmen. Ist auch überhaupt kein Problem. Einfach so ein paar Mal runterschneiden. Ganz grob nur. Könnt auch den Strunk damit reintun, weil das wird alles reinpüriert und dann noch durch ein Sieb passiert. Das heißt, es ist ganz egal, ob da der Strunk mit drin ist. Bloß nichts verschwenden. Schneiden wir auch gleich runter. Dann habe ich jetzt hier eine Kartoffel. Warum Kartoffel? Das ist eine natürliche Bindung. Ja, das schmeckt nachher gar nicht raus. Aber anstatt die Suppe jetzt irgendwie mit Mehl zu binden, schneide ich einfach eine kleine Kartoffel mit rein, lasse die mitkochen und dann gibt es mir so eine seidige Bindung rein. Und ich muss nicht mehr extra mit Mehl nachbinden, weil Mehl ist immer so pappig, ja, und da schmeckt die Suppe nicht mehr so schön fein. Dann hier eine frische Knoblauchzehe. Habe ich jetzt gerade noch da gehabt. Wenn ihr keinen frischen da habt, ist das jetzt bei dem Gericht nicht so wichtig. Da könnt ihr auch einen wunderbaren normalen Knoblauch hernehmen. Aber ich nehme natürlich, was ich habe. Beim frischen Knoblauch ist das Praktische, da könnt ihr auch so ein bisschen noch die Schale dran lassen. Das macht gar nichts, weil das noch so ganz jung ist und ganz weich, die Schale noch. Wer übrigens so ein Let It Cook Messer haben will, da oben gibt es einen Link. Ja, da könnt ihr das schöne Messer erwerben. Die sind sehr toll und sehr scharf. Jetzt schneide ich gleich die Croutons. Dafür schneide ich ein bisschen die Rinde weg am Rand. Könnt ihr rein theoretisch auch dran lassen. Ja, das ist ein bisschen eine Geschmackssache. Wir haben es halt so gelernt. Rinde ab. Da machen wir es auch, gell? Nicht, dass der Otto zuschaut und mich schimpft. Otto Koch ist mein Lehrherr, für die, die es noch nicht wissen. Den grüße ich mal hier ganz lieb. Also ich schneide es jetzt mal so ein bisschen in Raupen. Dann haben wir nachher ein bisschen eine nettere Dekoration. So. Was ist Bärlauch? Bärlauch ist so ein frühlingshaftes Gewürz, werden ja einige von euch natürlich kennen. Schmeckt sehr stark wie Knoblauch, finde ich. Ist auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, wenn man so roh isst. Also man kann bei Bärlauch manchmal so ein bisschen so einen unangenehmen Geschmack dann noch für Stunden haben, wenn es zu hoch dosiert ist. Ja. Da nehme ich jetzt einfach noch ein paar Blätter und schneide die hier so ein bisschen fein. Ja. Die will ich dann nachher in der Butter mit den Croutons anschwitzen, einfach um da noch ein bisschen den Witz reinzukriegen. Ja, das passt auch natürlich super in den Frühling rein. Das ist genau das Richtige. Wenn ihr selber Bärlauch sammelt, sage ich euch gleich, das sind hier so Blättchen, die können ausschauen wie die Blättchen von Maiglöckchen und die sind giftig. Also passt bitte auf, probiert es ein bisschen. Die Maiglöckchenblätter sind ein bisschen fester, ja, und die Bärlauchblätter sind ein bisschen dünner. Und wenn ihr Bärlauch sammelt, bitte sehr, sehr gut waschen, gell? Also auch den gekauften waschen. Da gibt es ein kleines Hundeproblem. Ja? Der Bärlauch steht immer so am Rand vom Wald. Und wenn die dann Gassi gehen und die Hunde da drauf, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Also schön sauber machen. Genau. Jetzt haben wir die Zutaten vorbereitet und dann können wir auch schon anfangen mit der Suppe. Ich gebe jetzt einfach einen Schluck neutrales Öl hier rein. Ihr könnt genauso gut mit Butterschmalz anbraten oder was ihr halt zu Hause habt. Das ist ganz egal. Ich habe jetzt ein ganz normales Sonnenblumenöl. Jetzt gebe ich da gleich die Pilze und die Zwiebeln rein. Könnt ihr beides zusammen machen, auch die Kartoffeln. Das ist alles total egal, weil wir das eh schön durchkochen lassen, bis alles weich ist. Ja. Da den einen Stängel tue ich auch noch mit rein vom Bärlauch. Bloß nichts verschwenden. Da haben wir gleich so ganz leichten Bärlauchgeschmack noch mit drinnen. Das schadet überhaupt nicht. Ja. Die Stängel da rein. Jetzt geben wir dazu ein bisschen Zucker. Eine Prise, einfach nur so, um ein bisschen gegen zu steuern. Ja. Dann geben wir gleich ein bisschen Pfeffer mit rein.
Wenn ihr die Suppe ganz weiß haben wollt, nehmt halt einen weißen Pfeffer oder so einen gemahlenen Pfeffer, ja, dann sieht man das nicht. Ich persönlich, mir ist das total egal, ob da ein paar Pfefferkrümelchen drin sind. Da eine gute Prise Salz dazu. Und jetzt lassen wir das Ganze mal kurz anschwitzen, bis es eine richtig schöne, also nicht Farbe, aber bis es richtig schön alles angeschwitzt ist, zeige ich euch gleich. Ich habe euch unterschlagen ein Schlückchen Weißwein, ja, gebe ich jetzt noch dazu zum Ablöschen. Das gibt uns einfach noch eine schöne, angenehme Säure rein, ja. Das schreibe ich euch aber natürlich unten in die Videobeschreibung, da wo das Rezept steht, also keine Sorge, habe ich euch aber vorher in der Aufzählung ich's irgendwie vergessen. Kurz ablöschen, einmal kurz aufkochen lassen. Ihr seht ja schon, das hat jetzt ein bisschen Farbe bekommen, ist nicht zu dunkel geworden. Die Aromastoffe sind alle schön rausgegangen. Ja. Und jetzt lassen wir den Weißwein ganz kurz einreduzieren. Und jetzt, wenn es so zur Hälfte runtergekocht ist, geben wir jetzt einen guten Schuss Brühe dazu. Da wisst ihr ja, hausgemachte Brühe ist wirklich das A und O. Ja. Verwendet jetzt eine gute Brühe. Diese Brühwürfel, ich bin kein großer Freund. Da ist eine Menge von diesem Natrium, Glutamat und wie das Zeug alles heißen mag und Hefeextrakt und diese ganzen Geschmacksverstärker, die brauchen wir nicht. Ja. Also, und jetzt lassen wir das Ganze mal gut kochen. Züppchen hat 20, 25 Minuten gekocht. Jetzt können wir weitermachen. Jetzt können wir einfach den Schluck Sahne dazugeben. Ja. Ihr könnt auch, wenn ihr keine Sahne habt, Creme Fraiche nehmen, was immer ihr wollt. Ja. Ihr könnt auch weniger Sahne verwenden, wenn ihr es ein bisschen mehr Wellness-Food haben wollt. Bei den Croutons, sage ich euch gleich, brauchen wir ordentlich Butter. Ja, damit die wirklich da drin, die saugen das sofort auf. Und Croutons müssen einfach nach Butter schmecken. Tut so ordentlich was dran, auf der Rat jetzt kann. So, jetzt lassen wir das einmal noch aufstoßen. Können eine kleine Prise Zitronensaft reinmachen, ja, dass wir ein bisschen Frische reinkriegen. Richtig ein ordentliches Stück Butter. Da geben wir jetzt die Croutons dazu. Ihr seht ja, ich habe schon wieder den Ventilator anmachen müssen. Ich habe nämlich das Problem, wenn man zu viel kocht hier drinnen, haben wir festgestellt, dass die Kamera von oben, die uns von oben filmt, ein bisschen zu heiß wird und sich dann abschaltet. Deswegen müsst ihr leider mit diesem Wind leben, der da alles immer wegbläst, damit die Kamera oben auch bei uns bleibt, ja, damit ihr auch ein schönes Bild von oben habt. Jetzt können wir das gleich in den Mixer einfüllen. Das mache ich jetzt mal ganz kurz sicher, ist sicher im Waschbecken, dass es keine große Sauerei gibt. Die Suppe ist eingefüllt, die Croutons immer so eine Prise Salz könnt ihr schon dran machen. Ja, normalerweise würde ich an die Croutons auch immer eine Knoblauchzehe dran tun, eine angeschlagene. Aber heute haben wir ja den Bärlauch, der hat einen ähnlichen Geschmack, können wir uns da also wunderbar sparen. So, dann mal ein bisschen in die Jahre gekommener Mixer. Vorsichtig. Und jetzt könnt ihr ja schon ganz gut sehen, dass die Kartoffel geholfen hat, eine Bindung zu erzeugen. Ich zeige euch das gleich. Das passieren wir jetzt schön durch ein Sieb durch. Das müsst ihr nicht machen, ja? Wenn ihr die Stückchen gerne drin habt. Ich bin halt immer der Meinung, eine Suppe sollte schön samtig sein und ich will die Stückchen da nicht drin haben. Ja, deswegen passiere ich die immer ganz gerne. Aber das ist wie gesagt kein Muss. Was ich auch immer noch ganz gerne mache, wenn der Mixer jetzt noch so voller Suppe ist, dann nehmt ihr noch einen Schluck Brühe, ja, und schwemmt den Mixer noch einmal aus. Das ist ja alles Geschmack. Ja, richtig schön ausschwemmen und versuchen so viel wie möglich von der Suppe, weil sonst macht es das ja alles beim Abwasch weg. Und jetzt nehmt euch einfach eine Schöpfkelle zur Hand. So ein Spitzsieb zum Beispiel ist was, was ich unbedingt empfehle in der Küche. Das ist einfach was Praktisches. Ja. Sollte in jeder Küche vorhanden sein. Und jetzt passiert ihr das hier so richtig schön durch. Und ihr müsst ungefähr schauen. Also man sagt bei Suppe ca. 200 Milliliter pro Person, je nachdem, was ihr für ein Menü macht. Ja, macht ihr jetzt ein 8-Gang-Menü zum Beispiel oder so, dann macht es halt nur 150 Milliliter Suppe oder 100, dass es nicht zu viel wird. Aber so in einem normalen Menü würde ich immer empfehlen, so 200 Milliliter Suppe. So, das ist wie gesagt der Rest, der kann jetzt mal weg, der ist ausgekocht. Okay, und jetzt schaut mal her. Könnt ihr jetzt hier richtig schön sehen, was für eine cremige Konsistenz die erhalten hat, die Suppe. Ja? Und das kommt halt durch die Kartoffel. Diese eine kleine Kartoffel reicht. Würdet ihr die nicht dazu tun, wäre die jetzt viel zu flüssig, die Suppe. Und ihr müsstet noch nachbinden. So, jetzt schmecken wir mal die Suppe ab. Ob sie auch gut geworden ist. Wir haben ja noch gar nicht probiert. Immer beim Kochen wirklich die ganze Zeit probieren. Ja?
fehlt fast gar nichts mehr. Wir haben es fast gut erwischt. Eine kleine Prise Zitronensaft noch für die Frische. Und etwas Pfeffer. Salz brauchen wir nicht mehr, ist schon genug dran. Wer jetzt möchte, kann dann nachher beim Anrichten noch ein bisschen geschlagene Sahne drunter heben. Ja, das ist natürlich auch was ganz Feines. Wenn ihr so eine Sahnesüffung habt zum Beispiel und die Gäste kommen, dann macht es einfach noch so einen Klecks geschlagene Sahne drauf, die dann so zerfließt in der Suppe. Das sieht sehr, sehr schön aus. Jetzt kann ich den Bärlauch darüber geben für den Geschmack. Vorsicht, dass mein Ventilator ihn mir nicht wegweht. Und einfach einmal kurz mitschwitzen lassen. Jetzt können wir auch schon anrichten. Nehmt euch einen vorgeheizten Teller. Immer wichtig bei der Suppe, ja, dass sie nicht so schnell auskühlt. Wir wollen nämlich keine kalten Suppen servieren. Es gibt nichts Schlimmeres. Ja. Jetzt habe ich keine Schlagsahne heute da, weil ich die ganze Sahne verkocht habe und mir natürlich nichts aufgehoben habe. Deswegen habe ich jetzt noch ein bisschen Crème fraîche mit ein bisschen Wasser glatt gerührt. Einfach nur für die Deko. Zeige ich euch gleich. Oh, meine Kochfläche ist mittlerweile schon so schief. So. Und jetzt habe ich hier einfach so ein bisschen, seht ihr, so ein bisschen so Crème fraîche mit Wasser. Und da mache ich jetzt einfach so ein bisschen so ein paar kleine weiße Tropfen rein. Ja, es gibt uns auch noch mal ein bisschen so ein bisschen mehr Rich, ein bisschen mehr Fett da rein. Wisst ihr, wie gut Fett ist? So, jetzt kommt da oben drüber ein guter Schuss von dem Kernöl, von dem steirischen Kernöl. Einfach so ein paar so Tropfen, dass es schön ausschaut. Jetzt kommen die Croutons drüber und dieser angeröstete, knusprige Bärlauch. Nicht sparen mit Croutons. Dann habe ich jetzt hier noch zwei Champignonscheibchen. Die könnt ihr noch drauf machen, wenn ihr wollt. Ja, müsst ihr nicht. Aber das ist halt ganz nett, dass man gleich auf dem Thumbnail erkennt, was es für ein Süppchen ist. Und jetzt noch eine Prise Pfeffer drüber. Ach, der Wind, das himmlische Kind. Und jetzt schaut euch doch mal diese schöne Suppe an, oder? Diese ganzen Farben, wie das schön marmoriert. Und ich kann euch jetzt schon sagen, ich weiß ja schon, dass sie gut schmeckt. Ich habe sie ja schon probiert. Ich werde sie jetzt selbstverständlich für euch nochmal verkosten. Ich weiß es. Ich würde das am liebsten selber probieren. Aber wer weiß, vielleicht kommt ja irgendwann noch Geschmacksfernsehen. Und jetzt probieren wir das mal mit dem Kernöl und zu einem Crouton natürlich. Oh, schaut mal, wie schön. Mm. Das ist eine absolute Bombe, wirklich. Eine meiner absoluten Favorite-Suppen. Probiert sie aus, kocht sie nach, erzählt euren Freunden, kommentiert, abonniert, liked natürlich, wisst ihr ja schon alles. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachkochen. Lasst es euch gut schmecken, guten Rutsch in den Frühling, genießt die ersten Sonnenstrahlen und kommt bald wieder zu mir auf dem Kanal. Macht es gut, ciao, servus.